Reisegeplänkel. Wer will was? Oh, wir reden mit unserem Hauptcharakter. Also, Therion, glaubt ihr wirklich, dass wir den Drachenstein hier finden werden? Das ist die Frage des Tages, nicht wahr? Um Gewissheit zu haben, müssen wir uns erstmal umhören. Für euch bedeutet das dann wohl, in der Bierstube rumzuhängen und nach Gerüchten und dergleichen zu lauschen. Hat die gerade Bierstube gesagt? Das Wort habe ich ja noch nie gehört. Wer in aller Welt sagt denn Bierstube bitte und in welcher Zeit? Und in welchem Land? Ich persönlich glaube, es ist besser, einfach mit den Leuten zu reden. Auf diese Weise bekommt man wohl eher eine ehrliche Antwort. In meiner Branche kann man nicht jedem Gerücht nachgehen, sondern muss vertrauenswürdige Menschen finden. Besucht genug Bierstuben. Alter, dann lernt ihr die Spreu vom Weizen zu trennen. Und in meiner Branche ist es nicht klug, zu viele Freundschaften zu schließen. In der Regel halten sie nicht. Ich verstehe. Dann muss es wohl jeder auf seine Weise versuchen. Ha, das könnte man so sagen. Gut, ja, Tressa als Händlerin hat ja auch keine Probleme damit, mit einem Dieb die ganze Zeit rumzuhängen. Ich habe gerade ein Notizbuch von einem reisenden Händler gekauft, aber seht nur, jemand hat bereits etwas hineingeschrieben. Ob es ein Tagebuch von jemandem war, weiß ich nicht, gib mal her. Ich hab's schon. Warum redest du da noch von dem Tagebuch? Ich hab's dir bereits abgenommen, Mann. Okay, dann ist das jetzt das Haus, wo wir eben nicht rein durften. Weil Storygründe. Hier muss es sein. Wow! Boah, bist du versteckt! Und der Ort wird natürlich bewacht. Naja, immerhin nur von 3 Wachen und nicht von mehreren Kompanien wie beim letzten Mal. In welcher Zeit leben wir eigentlich, wenn sich jetzt schon Gelehrte bewachen lassen? Tja, da fragst du was. Auch keine Hintertür. Aber die kann man wohl nirgends mehr einfach so rein. Ich werde mal einen Blick ins Wirtshaus werfen. Ach, jetzt ist keine Bierstube mehr, ja? Irgendwer muss doch etwas wissen. Kann ich auch mit denen einfach quatschen gehen? Das ist wohl nicht der Weg, den ich jetzt einschlagen sollte. Oh. Aber Tressa hat den Vorschlag gemacht, dass wir mit denen einfach reden sollen. Kann ich den jetzt hier? Nein, kann ich nicht. Da wollte ich den mit Ophelia einfach mitnehmen oder so, aber nein, danke. Der will scheinbar nicht. Zugegebenermaßen haben wir immer noch unseren redseligen Großvater in der Truppe, den können wir ja nicht einfach so abgeben. Jeden Tag. Schauen wir mal. Wer sieht hier so aus, als könnte etwas über unseren Freund Orlik wissen? Wie läuft das Geschäft, mein Freund? Leider nicht so gut. Ich hoffe, bei dir ist es etwas besser. Ich würde es mir wünschen, aber wir müssen derzeit auch einiges durchmachen. Ach, es tut mir leid. Ja, auch, weiter geht's. Ich verstehe diese Leute nicht. Eingeschlossen in einem Labor, umgeben von Wachen? Das ist doch seltsam, oder? Es ist verdächtig. Ich würde zu gerne wissen, was Orlik da oben treibt. Das gefällt mir schon besser. Stört es, wenn ich mich dazu setze? Nicht im geringsten. Darf ich euch auf ein Gläschen einladen? Das ist schon überhaupt nicht verdächtig. Das ist aber mal freundlich von euch, Fremder. Was führt euch her? Ihr seht nicht aus, als wärt ihr aus der Gegend. Ja, im Regelfall tragen nicht so viele Leute lila Pink. Besonders nicht als Dieb, aber egal. Ich bin ein Weltenbummler und gehe, wohin mich meine Füße tragen. Und nach einem harten Wandertag gibt es nichts Besseres als ein Bier und ein gutes Gespräch.
Darf ich euch wohl fragen, wer dieser Orlik ist, über den ihr gerade gesprochen habt? Wenn es euch interessiert, werden wir alles über ihn erzählen, als Dankeschön für das Bier. Das ist aber nett, dass er das so eindeutig ausdrückt. So. Orlik ist derzeit das Stadtgespräch. Er ist Forscher und ich wage zu behaupten, dass er sich in etwas Unüberlegtes gestürzt hat. Hat sich in das Gebäude am Stadtrand verschanzt. Das ist eine Riesenvilla, das Ding hat er doch nicht mal eben so dahingestellt. Angeblich betreibt er dort Forschung. Jedenfalls ist er seither nicht wieder herausgekommen. Wie ich hörte, untersucht er einen Stein, aber niemand weiß warum. Das klingt tatsächlich, als wären bei dem ein paar Schrauben locker. Da habt ihr recht, mit so einem möchte man lieber nichts zu tun haben. Da fällt mir allerdings gerade ein, hatte er nicht mal einen Forscherkollegen? Ja, wohl auch in so ein Sonderling. Ich glaube, er ist immer noch in der Stadt und geht seinen Forschungen nach. Und wie lautet sein Name? Was? Bahnram? Bahand? Baham? Ja, das war er. Er hat mit Orlik im Labor gearbeitet, aber sie zerstritten sich und gingen danach getrennte Wege. Ich schätze, sie waren einfach zu viel füreinander. Hört sich so an. Wie auch immer, ich hoffe, dass wir eure Neugier stillen konnten, guter Mann. Es konntet ihr. Vielen Dank für eure Zeit, meine Herren. Und da geht er wieder. Überhaupt nicht auffällig, dass er nur diese eine Info wollte. Nun muss ich also Barham finden. Was ein Name. Gut, dass er auf der Karte markiert ist, wie es aussieht. Dann folgen wir doch einfach dem grünen Punkt. Blauer Punkt, grüner Punkt, gleiche Farbe. Je nach Farbenblindheit. Komm. Da vorne ist ein Glitzerding. Aber es hat sich eine Sequenz gestartet. Mal sehen, ob er zu Hause ist. Erstmal weit von der Tür wegtreten. Wer ist da? Jemand, der Barham sucht. Ich bin Barham. Was wollt ihr von mir? Ich habe gehört, dass ihr früher gemeinsam mit Orlik geforscht habt. Stimmt das? Es ist schon lange, lange her. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Wenn ihr nur deshalb hier seid, könnt ihr also wieder gehen. Lebt wohl. Lass mich bitte zu Ende reden. Ich brauche etwas von Orlik. Und was soll das sein? Vielleicht wisst ihr darüber Bescheid. Das Objekt seiner Forschung. Der Rubin-Drachenstein. Weil das hat er ja leicht ausgequatscht. Genau der. Ihr habt vor, ihn wegzunehmen, oder? Schuldig im Sinne der Anklage. Und ich vermute, ihr wollt meine Hilfe. So einfach ist das also. Man geht zu Bekannten von Leuten hin. Sag denen, du willst was von ihren Freunden klauen und dann sagen die dir, alles klar. Also ihr seid gekommen, um mich zu fragen, wie man in das Labor kommt. Ihr Forscher habt einen scharfen Verstand. Ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht. Warum auch? Ihr benötigt eine Parole, um hineinzugelangen. Und die Parole lautet, wenn ihr seit vielen Jahren nicht da wart, hat die sich wahrscheinlich geändert. Wir sind wohl etwas voreilig, hm? Ich sage es euch unter einer Bedingung. Dann lasst sie mich her. Besorgt mir, was ich für meine Experimente benötige, und wir sind im Geschäft. Wenn es nicht gerade der Rubin-Drachenstein ist, ne? Einverstanden, also was benötigt ihr? Reines Wasser, das durch den Wüstensand gefiltert wurde. Man findet es nur in den unberührtesten Oasen. Wie dumm von mir. Ich war davon ausgegangen, dass eure Forderung erfüllbar ist. Ja.
Das ist Sinar, ein Wüstenhändler, der oft in die Stadt kommt, biete genau dieses Wasser an. Allerdings ist diese Rarität nicht ganz preiswert. Ha, in diesem Fall könnt ihr dies als erledigt betrachten. Ja, dann gehen wir mit der 3%igen Klauschance hin. Eine geheimnisvolle Antiquität. Aber wo geheimnisvolle Antiquität? Wir haben so einen komischen Stachelpanzer gefunden. Ich weiß gar nicht, was der kann. Da, Stachelweste. 80, 100. Gar nicht schlecht. Rüsten wir wohl mal aus, wa? Gute Nacht, Margok. Schlaf mal ein bisschen. Windtracht. 60, 68. Ich meine, die 22 Tempo sind ja nett, aber dreifache Verteidigung ist halt schon attraktiv. Im Gegensatz zu den 22 Speed. Ja. Das hier scheint Mr. Händler zu sein. Das ist ein Händler. Das ist tatsächlich ein Händler. Ich war mir von dem Sprite her absolut nicht sicher. Kommt her! Kommt alle her! Ich präsentiere euch den wertvollsten und erfrischendsten Naturschatz überhaupt! Oasenwasser! Völlig natürlich und absolut rein! Probiert einen Schluck und ihr werdet den Unterschied schmecken. Ihr dort! Wie wäre es mit einem Glas? Gelegenheit macht Diebe. Diebe macht Diebe. Können wir die Leute hier beklauen? Ich habe die Leute hier schon alle beklaut. Ich möchte einen seltenen exotischen Aufputz für mich finden. Etwas, womit ich aus der Masse heraussteche. Dann wollen wir mal sehen. Diese Frau lebt mit einem jungen Floristen zusammen. Die beiden sind noch nicht vermählt, führen aber gemeinsam mit ihrem Kind ein glückliches Leben. Sie ist völlig in das Lächeln ihres Mannes vernarrt, sorgt sich jedoch wegen seiner Unfähigkeit als Geschäftsmann. Sehr interessant. Ja, voll nützlich die Info. 3% Chance auf ein Seelenmesser. Und wollen wir mal sehen. Ein Junge, der Blumen liebt. Punkt. Sehr interessant. Wow. Das war viel Info. Dann wollen wir mal sehen. Ein älterer Mann, der früher als Schreiner in Edelhof arbeitete. Nachdem er sein Geschäft an seinen Sohn und seinen Enkel übertragen hat, vertreibt er sich die Zeit damit, die Gebäude in der Stadt zu inspizieren. Erkennt er irgendwelche Schäden, repariert er sie ohne Bezahlung. Sehr zur Belustigung seiner Familie. Sehr interessant. Danke für die Eiltraube. Ah, das werdet ihr bestimmt nicht vermissen. Aber wollen wir mal sehen. Diesem bescheidenen Floristen aus Edelhof fehlt jeglicher Geschäftssinn, weshalb er bisher nur wenig verkaufen konnte. Als zweiter Sohn einer Adelsfamilie wird er nur wenig erben und musste diese Arbeit übernehmen, um irgendwann seinen eigenen Unterhalt zu verdienen. Sehr interessant. Was hat der so in den Taschen? Schweren Münzbeutel. Klar, geht mal her, oder? Wobei, Geld brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was mit dir, mein Freund? 100%ige Chance auf Oasenwasser. Ich quatsch erstmal mit ihm, bevor wir es klauen. Und nun zu meiner großen Seltenheit! Oasenwasser direkt aus der Wüste! Okay, hat nicht viel zu sagen. Mein Oasenwasser. Da, das werdet ihr bestimmt nicht vermissen. Da war ja ein harter Quest. Also, ich bin die Treppe raufgegangen und ich habe das Stehenkommando benutzt und... Puh. Oh, ich kann ihn nicht bestellen. Oasenwasser geben? Ja, das war der Plan. War hart. Ich hoffe, ihr seid durstig. Das ging schneller, als ich erwartet hatte. Ja, der war ja auch da drüben. Der Händler, den du gesucht hast. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt nennt mir die Parole. Langsam, langsam. Euer Teil ist erledigt, wenn ich es sage. Ich verstehe, worauf das hinausläuft. Das hoffe ich doch. Ich brauche noch mehr Dinge für meine Experimente, wenn ihr so freundlich wäret.
Diebe sind berüchtigt für ihre Freundlichkeit. Wie kann ich euch helfen? Ich benötige eine Lindwurmschuppe. Könnt ihr sie mir bringen? Ich weiß nicht. Wie ist das? Ein spezielles Veredelungsmaterial, das ab und an in der Stadt verkauft wird. Hochgeschätzt und ebenso hochpreisig, versteht sich. Es zeichnet sich eine gewisse Tendenz ab, aber ja, ich kann sie euch besorgen. Gut, viel Glück. Dieses Mal ohne Info über den Händler oder sonstige weiteren näheren Angaben, wie es aussieht. Und abgesehen davon scheinbar im rechten Abschnitt der Stadt mal wieder. Naja, sind wir noch ein bisschen in den Edelhof unterwegs. Kann ja nicht schaden, ne? Ich komme nicht an ihn ran. Ich führe verschiedene Materialien von Monstern bei mir. Ungewöhnlich, nicht wahr? Natürlich garantiere ich persönlich für all meine Waren. Ich garantiere dir, dass diese Lindwurmschuppe jetzt fehlen wird. Ja, das werdet ihr bestimmt nicht vermissen. Barham, die Lindwurmschuppe bringen. Das schar harte Arbeit hier. Hier war Barham mal eine Lindwurmschuppe bringen. Ist ja fast schon ein Fetch-Quest. Nein, nicht nur fast schon, es ist ein Fetch-Quest. Wenn ich nur zu den Leuten hingehen muss und denen die Sachen abnehmen soll. Hi. Ich gehe schwer davon aus, dass er noch ein drittes Ding haben wird, weil es ist immer noch ein drittes Ding. Ja, habt ihr, was ihr wolltet? Perfekt, ihr versteht euer Handwerk sehr gut. Ich brauche diese Parole, kein Lob. Und ich brauche nur noch eine weitere Sache. Wer ist hier eigentlich der Gauner? Das ist genau die richtige Einstellung, wenn ihr die Parole nicht haben wollt. In Ordnung, aber das ist das letzte Mal. Ist eigentlich mal jemandem aufgefallen, dass dieser Typ hier alleine in der Hütte ist und keinerlei Wachen oder sonst was in der Umgebung sind? Ich glaube, es wäre nicht so schwierig, ihn zum Reden zu bringen. Ja, das verspreche ich. Es geht um ein spezielles Erz. Im Grunde metallisch, aber kristallklar. Sobald ich es habe, kann ich mit meinem Experiment beginnen. Das ist Musik in meinen Ohren. Okay, scheint allerdings wieder auf dieser Seite der Welt zu sein. Direkt hier vorne. Hallo. Hey, ja, geschaut. Ich habe nur die hochwertigsten Mineralien im Angebot. Cool. Was haben wir dieses Mal? Wieder 80%. Passt schon. Tut mir leid, aber ich kann euch dies nicht unentgeltlich überlassen. Verdammt. Unser Ruf ist um eins gesunken. Ach komm schon, das ist eine 80%ige Chance. Unser Ruf ist um 2 gesunken. Naja, das werdet ihr bestimmt nicht vermissen. Ja, 80%ige Chancen zweimal hintereinander nicht ausnutzen, das finde ich immer toll. Hier, das Kristallerz. Oi. Ihr habt ja, was ihr wolltet. Fangt! Uff, ach, wunderbar, jetzt kann das Experiment beginnen. Der Typ hat jahrelang nicht für den gearbeitet, ich wette, der kennt die Parole noch nicht mal. Vergesst du nicht etwas, alter Mann? Ihr habt mir die Parole versprochen. Schon fast Civilization 3 Level an Bullshit. Nicht wahr? Also, immer schön langsam. Zuerst das Experiment. Ich hoffe nicht, dass ihr glaubt, einen Schwindler beschwindeln zu können. Macht euch nicht lächerlich und habt Geduld. Ich werde meinen Teil der Abmachung schon einhalten. Orlik und ich kennen uns schon seit der Studienzeit. Wir kauften das Labor für unsere Forschung. Doch nachdem er von diesem Drachenstein erfahren hatte, veränderte er sich. Es war, als ob er besessen davon sei. Die Forschung nahm sein ganzes Leben ein. Er ließ niemanden mehr in seine Nähe, nicht einmal mich.
Deshalb möchte ich euch helfen, ihm diesen Stein wegzunehmen. Er gehört nicht in unsere Hände. So, so. Die Parole lautet: Die Wahrheit aller Dinge. Die Wahrheit aller Dinge. Das kann ich mir leicht merken. Ah. Ja. Und nehmt auch das hier mit. Ein Blinkeding. Das ist ein Schlüssel. Ah. Gut beobachtet. Ihr habt die Materialien benutzt, um ihn herzustellen. So. Ihr seid zum Forscher geboren, Junge. Also, mit der Parole werdet ihr ins Gebäude kommen. Aber die Tür zum Labor kann nur mit diesem Schlüssel geöffnet werden. Man könnte annehmen, er will niemanden hereinlassen, nicht einmal einen alten Freund wie euch. Dementsprechend wird er wahrscheinlich auch die Parole geändert haben. Ja, wir mögen uns mitunter uneinig gewesen sein, dennoch ist Orlik für mich immer noch wie ein Bruder. Meine Warnung hat er kaum wahrgenommen, aber... Ich wäre kein guter älterer Bruder, wenn ich nicht ab und zu etwas nörgeln würde. Leidenschaft ist wichtig für unsere Arbeit, aber nur ein schmaler Grat trennt sie von der Besessenheit. Und Orlik hat ihn überschritten. Dann ist diese bewegende Freundschaft oder vielleicht Bruderliebe der Grund für eure Hilfsbereitschaft? Das frage ich mich auch. Möglicherweise bin ich aber auch nur von Eifersucht oder Hass getrieben. Doch diese Vergangenheit bedeutet mir bis heute sehr viel. Ich weiß, dass meine Gefühle aufrichtiger Natur sind. Berührend. Dass meine eigenen Gründe... Aber meine eigenen Gründe sind mehr als genug, das alles auf mich zu nehmen. Danke. Freunde, Brüder, Partner. Ja, ja. Zellengenossen. Ja, da kriegen wir einen Teil seiner Backstory wieder. Ich glaube, wir sind jetzt in Sicherheit. Diese Klanos haben endlich bekommen, was sie verdienen. Stolzieren rum, als ob sie hier die Platzhirsche wären. Ich wünschte, ich könnte ihre Gesichter sehen, wenn sie begreifen, dass sie ausgetrickst wurden. Egal, welche Miene sie jetzt aufsetzen, unseren Schatz werden sie nicht finden. Etwas derart Seltenes in ihrer Hand wäre wie Perlen vor die Säule zu werfen. Du sagst es, und jetzt verkaufen wir diesen Edelstein und... Warte. Stimmt irgendwas nicht? Wo sind die Goldmünzen, die wir gestohlen haben? Wir wollten die Beute doch teilen. Haha, gerissen wie ein Fuchs, was? Es ist nicht viel, da dachte ich, behalte es, um dir später ein Gläschen auszugeben. Super. Ich verstehe. Dann lass uns damit heute Abend feiern gehen. Ja, genau. Er wollte das Geld nicht einfach nur komplett behalten. Aber bleib wachsam. Die Klanos werden sich irgendwann rächen wollen. Sie nennen sich Diebe, aber sie neigen auch zu Gewalt, falls nötig. Ich weiß, danke für die Rückendeckung, Freund. So, dann. Kein Problem, dann lass uns jetzt losgehen. Wieso habe ich das Gefühl, dass der Typ mit dem Edelstein abhaut? Unauffälligerweise. Oh, wir haben Reisegeplänkel. Wer plänkelt denn heute? Ich schwöre, Gelehrte sind die eigensinnigsten Leute überhaupt. Darin liegt ein Körnchen wahr. Nein, ich fürchte, ich muss protestieren. Ihr müsst verstehen, dass nicht alle Gelehrten so sind wie der Meister hier.
Ich gebe zu, dass es Dickschädel gibt, die von ihrer Forschungsarbeit besessen und blind für alles andere sind. Aber es gibt auch kluge Denker, die anderen Weisheiten und Wahrheiten gegenüber aufgeschlossen sind. Wie mich zum Beispiel, dem nichts entgeht. Dem Professor der Wissenschaft. Dem absoluten Meisterdetektiv. Ich verstehe. Lasst mich das noch einmal anders formulieren. Unbedingt, mein Freund. Gelehrte gehören zu den größten Wichtigtouren und Pedanten, die ich kenne. Also das ist wohl kaum besser. Erlaubt mir euch, ein Gegenargument zu unterbreiten. Genau das meine ich, wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Ah, der arme Megamage. Muss ich hier von dem Dieb einen erzählen lassen. Ja, guten Tag. Ich würde dann gerne mal reinkommen. Ich weiß auch die Passparole. Warte! Halt! Was habt ihr hier zu suchen? Da ich jetzt die Parole kenne, muss ich mich wohl nicht länger hineinschleichen. Wenn ich meine Trümpfe richtig einsetze, kann ich einfach hineingehen. Ich habe ein Paket für Orlik, Materialien für sein Experiment. Weißt du irgendwas von einer Lieferung? Ja. Nein. Seltsam. Vielleicht ist die Nachricht irgendwie untergegangen. Egal. Er sagt, es sei dringend, deshalb kam ich sofort her. Verstanden. Wie lautet die Parole? Die Wahrheit aller Dinge. In Ordnung, ihr könnt euch. Das war einfach. Vielen Dank. Wo wären wir nur ohne Wachen? Kann ich jetzt beklauen gehen? Hey. Nee. Was habt ihr denn so im Inventar? Schwere Klinge. 8530. Will ich die haben? Nein, will ich nicht haben. Was hast du so? Dann wollen wir mal sehen. Dieser Wachmann arbeitet bereits seit ungefähr 2 Jahren in diesem Anwesen. Er nimmt seine Pflichten überaus ernst und hat noch keinen Fehler begangen. Bis er uns durchgelassen hat. Allerdings muss er noch einen Weg finden, seine Kollegen davon zu überzeugen, im Dienst seines recht anspruchsvollen Meisters zu verbleiben. Ich überlege gerade, ob es eine Möglichkeit gibt, diesen Typen zu scannen, bevor diese Story läuft, weil die Story hat uns ja daran gehindert, hier lang zu gehen. Mit anderen Worten, wir haben frühestens dann die Chance, ihn zu scannen, wenn er den Fehler begangen hat, uns durchzulassen, obwohl wir eigentlich keine Zutrittsberechtigung haben sollten. Sehr interessant. Das wird spannend im Inventar. Mondklinge. Oh, gar nicht so schlecht, aber 15% können wir vergessen. Irgendwas versteckt. Orlix Anwesen. Gefahrenstufe 22. Das sollte ja relativ easy sein. Ich muss die Encounterrate wieder hochschrauben. Was hatte er nochmal? Verlängerung, ne? Nee, Verlängerung war ausgerüstet. Elementare Erweiterung. Und sie hatte dann wahrscheinlich auch elementare Erweiterung. Okay, gab es was zu erlernen? Momentan nicht. Wie sieht die Ausrüstung von ihm aus? Federsäbel, Mondsicheldolch, Omis Axt, Wolfsbogen. Der Bogen von ihm ist echt kacke. Der Federsäbel ist auch nicht geil. Moment, habe ich echt kein besseres Schwert als den Federsäbel für ihn? Traurig. Okay. Dann nicht, schätze ich. Gehen wir mal ein bisschen die lokalen Gegner ärgern. Gesichert.